Help! Ich denke mal, mit der kann uns dann rausfliegen hier. Der Helikopter, denke ich mal. Crack ist abgelaufen. Der arme Crack. Ich habe nicht auf den MAD geguckt. Der ist doch noch gut, Mann. Ja, ich habe auch noch mal einen Stück reingeschmissen. Der Kevin verfolgt uns auch schon wieder. Hier ist Kleidung. Oh, geil. Besser kaufen bei Kick. Und irgend... Oh, nice, das ist ein Sportanzug. Sir, scheiß auf den Sportanzug. Was wenn? Wir nehmen das Ding hier. Was ist das hier? Wie detected the annual burst 7 months ago, reading similarly to what we would see in a briefing dimension switch. Oh, hier ist ein dimensionaler Riss irgendwo. Oh, geil, Alter. Sag ich doch. Das brauche ich gleich drauf. Na, schalt einfach. Bisschen ja. Drohnen liegen hier rum, geil. Mega. Ist ein Topf. Da, was für eine Monsterknarre, der daraus baut, ey. Das Junge. Oh, geil. Wir sind Drohnen. Ja, aber die kannst du nicht benutzen. Ich glaube, da liegen Drohnen rum. Hier ist irgendeine Post, oder? Oh, geil. Da 8 habe ich die. Nice. Oh, weiter zum Katana. Ich hänge hier irgendwie fest. Oder Mutti hat da gerade noch zu tun, so wie es anhört. Nee, alles gut. Okay. Mein Sohn liegt hier unter der Couch und bockt. Achso. Weil kein Fortnite spielen darf. Nee. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist Hilde morgen auch dabei, ja? Oder? Ja. Ja. Was für eine große Gruppe. Heiße Gruppe hässlich. Da kann man auch mal schön eine Runde Autorennen fahren, aber lustig. Siehst du, da muss ich ja im Gegensatz zu Mutti morgen mit den Füßen spielen. Mit Füßen? Ja, klar. Jetzt mit Pedal oder was? Na, beim Heli-Fliegen schon, weil da habe ich ja nur Gamepad. Achso. Da habe ich keinen Knopf frei für Push to Talk. Achso. Also muss ich Pedal anschließen. Da wäre ich raus, ey. Gott. Ja. Ich darf nicht mal Auto fahren, ey. Ach so, wegen deinem Fuß. Ich darf kein Auto fahren. Dann sind die nächsten 3 Tage auf jeden Fall die Welt sicherer, ein Stückchen. Das ist frech, das ist gemein. Was ist gemein? Jetzt los mal Wochenende. Wie lange bist du krank geschrieben? Na, ich muss Montag nochmal zum Hausarzt. Hm. Ich war beim Vertretungsarzt und die hat nicht mal geguckt, ja. Der hat nur Krankenschein ausgestellt. Gehen Sie Montag zu Ihrem Hausarzt. Ja, die haben alle. Die sind alle überlastet, die Ärzte. Und was? Gibt doch kein Corona mehr. Naja, trotzdem, jetzt geht die Grippewelle wieder los. Guck mal. Kein Corona mehr. Ja, aber Grippe ist wieder ganz schlimm. Also hier meine 2 Mitwochen, die sind auch beide krank. Oh, Autos. Ach so, ja. Alle auf Antibiotika. Mhm. Geil. Setze doch auf Cannabis. Nee. Dave, kannst du dein Ding gleich ausprobieren? Oh! Oh, ein Flugzeugabsturz. Und ganz viele Mombis. Ich hab mir schon gerade gedacht, das Ding sieht eigentlich aus wie eine Landebahn hier im Wald. Da kommen ganz viele Leute. Jo. Das ist mir egal, ich hab Loot. Voll geil. Sieht absolut lautlos, die Knarre, Mann.
Wir müssen auch irgendwie Munition herstellen. Wie die tanzt hier, was ist los? Hoppe. Heute ist Weltfrauentag, ich zeig dir mal meine Axt. Nur zur Info, ihr solltet nicht das Zeug beim Flugzeug looten, während ihr kämpft. Komm mit. Mach doch einfach, statt blöd zu fragen. Oder lass es sein, wenn dir wer sagt. Wahrscheinlich, weil du dann nicht weiterkämpfen kannst. Okay. Eine Cessna. Eine Tethna. Oh, geil, Batterien. Was frisst denn der hier? Diese Schwarzen brauchen nur noch einen Schlag, ne? Dann sind die tot. Wie viele Batterien haben die denn dabei gehabt, die Leute? Ja krass, ja, ich bin auch voll mit Batterien. Was machen wir denn da jetzt? Money, money! Das ist voll... Dass du der Dings nichts geben kannst, ne? Der, Virginia, das ist echt schade. Bande! Warte doch mal auf Mutti, Mensch! Womit? Mit dem Drehen? Muss ich auf dich warten, oder was? Ich bin ein bisschen älter. Nochmal, wenn ich das Fahrzeug drehe, muss ich warten auf dich, oder was? Ja. Oh, ein Lattenschuss, ey. Was ist das für ein Zettel hier? Hollow Springs. Exclusive. Ja, aber... Ach, der hat Klamotten, ja. Habt ihr die Klamotten gelootet bei dem Typ? Ja. Stimmt, hier, du hast dessen Outfit wieder. Das war cool bei Dings damals. Epa. Hallo. Ja, ich komme gleich. Keine Batterien mehr aufnehmen, ne? Ja. Jo, bin drinne. Oha. Oh shit. Kannst du mal kurz anhalten? Ich muss mal was essen. Ich hab's jetzt verwimmelt. Nur schnell ein E-Paar, warte. Oh, uff. Oh, Virginia. Volle Kanone. Das Flugkopf neben mir. Sven, bist du etwas kopflos heute? Okay. Nee, körperlos. Körperlos. Ich bin doch gar kein Phasmophobia, dachte ich. Kommen wir jetzt weiter? Hm? Ja. Hier sitzt ja keiner drin. Ey, Virginia, dein Ernst? Haha, nicht tot, Mann. Da bin ich mal schnell auf K. Ja. Arme Virginia. Aber ich kann, du kannst ja nicht ins Auto setzen, dummerweise. Du musst den ganzen Weg laufen. Ich hoffe, die können wir da mitnehmen, wenn wir das Spiel beenden. Wo die in der realen Welt wahrscheinlich ziemlich doof angeguckt wird mit den drei Beinen. Mit den drei Armen. Wurde bestimmt diskriminiert. Guckst du auf die Karte, sind wir da? Ich guck auf die Karte. Alles klar.
Da ist er wieder. Bebe. So, warte mal. Hab auf falsche Karte geguckt. Der ist ja ganz woanders. Ja. Das ist die von Forest 1 geguckt. Nee. Oder? Mach mich jetzt blöd. Virginia. Hallo. Ah, wir können nicht auf der Karte gucken, wenn du hinten sitzt. Ist echt scheiße. Ich hätte das zweite Auto mitnehmen sollen. Ich bin blöd, echt. Check mal aus. Doch, meine Karte ist eingenordet, okay. Ja, das Ding ist auf der. Sind wir auf der östlichen oder auf der westlichen Seite der Insel? Wir sind auf der. Ist ja doof, dass es keine komplette Karte gibt, gell? Wir sind auf der falschen Seite von der Insel, Katana ist da drüben. Wir sind bei uns auf der Seite, also nicht ohne Seite, ohne westlichen Seite. Auf unserer Seite, wo unser Haus, unsere Base ist. Da ist der Flugzeugabsturz, siehst du? Ja, aber das Katana ist auf der anderen Seite. Okay, jetzt weiß ich, wo das Katana ist, dann fahren wir da jetzt hin. Okay. Kommen wir erstmal kurz zur Base. Oh, ich bin schon unter, ich bin noch unten, warte. Warte, bleib stehen. Wieso, du wirst ja das andere Auto holen, hast du gesagt. Ach, stimmt. Lass mich das andere Auto holen. Gute Idee. Wo steht das? Da unten irgendwo. Da vorne. Im Flugfeld. Das gute alte Flugfeld. Wir werden sterben. Kevin rennt da auch rum, ne, bei euch da, also oben. An der Flussgabelung. Ich verstehe das. Na gut, der weiß ja nicht, vielleicht wollen wir auch noch eine Base bauen. Und deswegen schickt er die NPCs immer hinterher, wenn du lange weg bist, nämlich an. Ach, da ist das Auto, alles klar. Oh, shit. Ein Geborenen-Camp. Was ist das, wenn das zwei Geborene sind? Also wenn das zwei sind, die geboren wurden? Sind es dann zwei Geborene oder? Was soll die Scheiße? Halt's Maul, wo bist du? Was da? Na, bleib wo du bist, das ist eine Schrotflinte. Der legt sich lieber nicht an, du Blödmann. Ob dann einen Weg über den Fluss gibt oder ob wir gleich schieben müssen. Oh. Ih, die fressen sich da gegenseitig, Alter. Soll ich mal, du stehst hinten. Dann nehmt mich aber auch mit. Ja, soll ich vielleicht erstmal von dem Stein runter? Auf dem wir hängen? Ja, dir vertraue ich. Soweit ich ihr Klavier schmeißen kann. Rechts ist auch noch ein Ausrufezeichen, gell, mit der Haus. Rechts ist ein Ausrufezeichen. Das ist von uns, glaube ich. Oh, im Schnee lässt sich das richtig beschissen fahren, ne? Geht. Ich seid genau gegenüber von mir jetzt da. Wie ja, fahrt ihr jetzt weiter? Fahr der Straße hinterher. Fahr der Straße runter, wir treffen sie an der Kreuzung wo oben. Der ist voll am Rutschen hier im Schnee. Ist ja krass. Ja, geil ist, wenn du seitlich zwischen zwei Bäume rutschst und dann wieder fort noch zurückkommst. Das ist ja eingenordet, das Ding. Schlecht, wenn ich hier hingucke. Rückwärts, ja, das finde ich aber eklig.
Nee, ich sitze vorne, aber... Ich bin rückwärts. Ach so. Du bist rückwärts. Ich sitze rückwärts. Ich fahre rückwärts. Ich dachte, du bist Groot. Wollen wir da morgen anfangen? Ja. Hm? Okay. Ja, so muss auch geklärt werden. Kommst du auf die Straße jetzt hier, ja, ne? Ja, irgendwo da komme ich auf die Straße. Wenn ich nicht gleich da vor dem Teich untergehe. So, wobei brauche ich ja keine Angst haben, weil ist ja. Oh, scheiße doch nicht! Ist ja gefahren, oh scheiße doch nicht. Hatsch. Was ist denn hier passiert? Mhm. Speer. Da steht ein Speer im Wald. Ey, wo ist hin? Du bleibst auf der Straße jetzt. Ja, hatte ich vor. Ach so, okay. Ja, deine Straße ist eine andere als meine. Eisschuh, so eine alte. Ja, da würde niemals durch diesen hohen Schnee durchkommen, das Ding. Ohne Witz. Hallo. Du hast hier ein paar Leute zerfahren. Kann gar nicht sein. Zur Furcht. Noch so eine dicke Wuchtbrumme ist hier. Kann gar nicht sein. Bist du mein Hin, Erik? Ja, jetzt nicht mehr. Ja, ab ins Bett. Achso, jetzt weiter. Stimmt. Es wird ja wie um 12, aber ich bin da müde. Ist ja nichts Neues bei dir. Ja, ich bin echt alt. Ja, selbst mein Vater ist länger alles durch als du und der ist doppelt so alt. Ja, kannst glauben. Wohl gestern habe ich bis um 3 durchgehalten. Ja, ich habe um 2 noch Schluss gesagt. Nachdem du von 1 bis 2 schon auf Tastatur gesabbert hast. Warum nicht? Doch. Ich habe kontinuierlich durchgeredet. Ja, was du so reden nennst. Ja, komische, unartikulierte Geräusche sind nicht reden. Aber ja, der Mann Brabbeln oder Schlaganfall. Da riecht nach Holz. Ein sandes Spiel, das Banishers, aber es ist unglaublich. Ich hatte es nicht gedacht, dass es so viel ist. Ich habe jetzt mal geguckt, 60 Stunden wohl. Wieder so ein Brecher, ey. Ich dachte, ich bin da schnell durch. Hab's vergessen, ey. Oh, ey! Oh, passiert. Warum? Hoffentlich bist du rausgeflogen, ey. Mich, Alter, ich stehe und du donnerst noch hinten rein, ey. Nein, du bist rückwärts hier vorne. Die ganze Stream gucken, Mann. Mach einen Clip. Ja, wo die kommen, fahren lieber mit mir mit. Wo wir haben es einfacher, weil wir fahren nur hinterher. Hätten wir das Flugding nehmen können da oben hier. Ja, ja, nimm mal das Flugding. Na was denn, das braucht nicht, das ist nicht wie bei Dings, dass du Auftrieb brauchst. Was hast du? Es gibt einen Bauplan auch für so eine Startrampe für das Ding, ne? Das erinnert mich an unseren letzten Einsatz bei Forest 1. Na? Ja, das war 380 ja. Baumstämme oder was das war. Der Irrsinn. Da war eine kleine Stadtrampe. Nur um da dieses Steinarschloch da reinzufliegen. Also echt. Ja, und dann ist die Hälfte ja noch gegen die Wand geknallt. Ja, genau. Chrissy ist dabei. Das war lustig. Das war schön. Aber alles in allem war man schnell durch, das Spiel eigentlich. Aber wir haben auch nicht viel gebaut, ne? Die Dinger könnten einen Tacken mehr Strom verbrauchen hier. Ich habe noch nie gehabt, dass es irgendwie aufladen muss. Stehen bleiben muss. Oh, oh, oh. Baum, Baum, Baum.
Oh, eine Brücke. Können wir es einpacken, rübertragen? Geht das? Echt? Du bist so... Oh Mann. Oh. Profifahrer halt, was erwartest du? Ja, ja, Profi. Na, hast du dich mitten auf der Brücke verkältet? Nee, wir... nee, hab ich nicht, aber wir können mal rechts unter dem Dings kurz laufen. Was? Wo Auto stehen lassen, Fragezeichen rechts unten von uns. Bist du bescheuert? Genau. Weißt du, wie weit das weg ist? Ja, aber es wäre doch Schande, wenn wir jetzt nicht da schnell hinlaufen würden, oder nicht? Oh, Alter. Wir wollen aber schnell Katana und dann wollen wir zurück zu Base. Naja, aber das dauert jetzt vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde. Und dann, wenn wir es aber holen müssen, dann müssen wir herlaufen. Oh, ich häng fest. Bist du dick, hier oder rückwärts? Was? Oh, wie in der Schule. Hier rückwärts? Ja, ich hab keine Idee. Nicht gut? Das Auto. Kommen wir nie wieder hoch. Da kommen wir nicht wieder hoch, ja, wenn wir ein Auto nehmen. Ja, dann lassen wir so ein Fliegen dann hin irgendwann. Hä? Da kommst du genauso wieder hoch, wie wir denn zu Fuß bist. Da bist du nur mit dem Auto schneller. Sitzt drin. Ja, schön, wenn du das nicht auf meinen Reifen schmeißt. Also kullerst einfach da runter jetzt, oder was? 15! Alles klar. Dann... Geronimo! Oh nein. Ich hab vergessen, dass Mutti einsteigen muss vorher. Ah, ich bin drin. Mutti ist drin. Tot ist er, tot. Ah, hier steht einfach ein Baum auf die Straße, hier, hast du gesehen? Werdet ihr da hingepflanzt? Ja, ja. Der ist instant gewachsen, das blöde Ding. Ah, nee, das war gar nicht Gas geben, das war gar nicht bremsen, das war Gas geben. Hab mich verdrückt. Kleinen Ausblick auf morgen auf GTA. So, hier ist ja das Fragezeichen. Ein Camp oder was? Weiß ich noch nicht. Nö, ein Typ im Gras. Und ein Höhle und ein Eingang. Heißt der Lauterbach? Wer ist denn du hin? Ich weiß es nicht, Mutti. Aber die sind doch hier irgendwo, ich sehe sie nicht. Aber ja, ich höre sie, ich habe sie gehört. Ich muss mal reinscrollen. Ah, alles klar. Ach, hier steht das Auto. Wo unser Auto stehen kann. Sven. Kopffüßler, was? Hä, wo bin ich denn jetzt? Ich bin ganz woanders. Ja, du bist wieder oben. Warum? Ja, lustig. Du siehst ja, wo wir sind. Du kommst einfach runter. M und dann Richtung, keine Ahnung, irgendwas nicht synchronisiert. Ja, wow. Achso, hier ist ein Seil. Wollte mich gerade schon beschweren, war eine geile Höhle. Eine geile Höhle. Moment, ist mir jetzt, wo kommst du jetzt von der Seite? Achso, ihr seid durchgelaufen, oder was? Ja, natürlich. Ich bin jetzt nur zu eurer Markierung gelaufen. Auto abgestellt. Na, ist ja nicht schlimm, kann ich von der Seite durch. War der jetzt da drin oder was? Ja, ist aber nix. Hier ist ein Jumpscare. Hier sind ein paar Kisten. Da ist nichts Weltbewegendes. Nee. Fahren runter bis zum Strand und dann Strand lang bis wieder in die nächste Straße kommt. Ja, warte kurz. Wenn ich mit hinten reinfahren kannst oder was?
Ist nix. So, muss er eindämmeln. Hier geht's auch noch lang. Oh, es wird Nacht, Mutti. Ja, ich weiß. Wir müssen vielleicht mal schlafen. Ja, klar. Im Schnee oder was? Du brauchst ja nicht fahren. Du kannst die ganze Zeit schlafen. Okay. Oh, so ein Dicker. Scheiß Baum. Der erste Baum gehört uns. Querfeld ein ist Rotze mit der Kiste, echt. Mach ich nicht gerne. Mit Straße finde ich eigentlich ganz nett. Weil. Oh. Jetzt sind wir am Strand. Da gibt es nur so Container wie bei Teil 1. Echt? Weiß nicht. Bisschen wir noch so eine Insel hier, links von uns. Wir bleiben auf dem anderen Strand. Oh, die fressen sich ja gegenseitig, das ist eklig. Kein Fernlicht oder was? In der Kiste. Mach ich mal die Taschenlampe an. Na, machen wir die Taschenlampe an. Halte mal den Fuß raus. Nee. Ach, ist ja geil. Aua. Also? Na, guck mal, was auf der Karte links von uns ist. Ein Höhleneingang mit einem Zelt. Da stehen garantiert auch unsere anderen beiden Autos. Wir sind anscheinend einmal unter dem kompletten Hauptberg durch. Ah, alles klar. Kann ja sein, dass die zusammenhängen, die Höhlen, ne? Irgendwie. Ja. Ich glaube, die sind auf die Straße gefahren, oder? Hab ich doch gesagt, sobald die Straße kommt, links auf die Straße. Vorne ist schon ein Fragezeichen. Oh, da ist auch wahrscheinlich. Da müsste auch irgendwo das Katana sein mit dem Fragezeichen. Na, guck mal, hier siehst du die Spuren noch, die den Schnee gefahren haben. Ist das ja krass? Ist das krass? Das ist schon fast ein bisschen übertrieben, was sich der Stauber alles merken muss. Das hält ja nicht lange. Naja. Aber wir sehen, wo ihr lang gefahren seid. Ja. Ja, ich weiß, ich fahr erstmal ein Fragezeichen vorbei, Sven. Ich will erst auf die andere Seite von dem Berg. Ja, ich wusste, du willst die Straße fahren. Oh, nee, ich wollte nur bis hier in die Straße fahren und jetzt. Straße ist besser, echt. Roter Rauch. Lande! Ja, das ist das Fragezeichen. Aussteigen. Ja, ich hab den da eben verkrüppelt. Jetzt ist weg die Straße, siehst du? Oh, wieder ein Loch im Boden. Okay. Oh. Das ist ein Kollegen. Oh nein! Mutti, pass auf! Hm.
Seid ihr schon irgendwo reingegangen? Ja, natürlich, da ist. Achso, alles klar. Komm, Mutti. Mutti? Safe wahrscheinlich. Mutti! Oh Gott, hier geht's noch weiter runter. Mutti ist. Bin ich am PC? Oh nein. Ja, warum sagst du nichts, Mann? Oh, weiß ich nicht, warum sie das immer macht. Ja, du sitzt doch daneben. Ich hab mal gerufen jetzt. Nee, die sind 1000 Zombies rum. Weil das Kind gejammert hat, wahrscheinlich. Die haben sie weggeschleift. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist ja krass. So, ich bin mal eben AFK. Bis gleich. Die ist weg. Die haben sie weggeschleift, Alter. Das sieht zumindest so aus. Na, ist er tot jetzt, ey. Mann, ey, warum macht ihr immer sowas, ey? Hat gedacht, im Auto ist sicher, aber ist natürlich nicht sicher. Er kann trotzdem sagen, dass er auf K geht, ey. Ich habe in der Höhle rumgeguckt, ich hab nicht mitgekriegt, dass er weggerannt ist, ey. Ich habe auch solche Kopfhörer, wenn ich die aufsetze, merke ich gar nichts mehr, das ist eklig. Die kann ich nicht lange tragen. Jetzt, wenn ich irgendwas mache hier, so um Videoschneider, was, dann geht's. Aber ich, wenn ich jetzt hier. Muss man sagen, wenn du auf K gehst. Du bist gestorben. Soll ich einfach wegrennen, ey? Das ist natürlich auch scheiß dunkel hier, ne? Kannst du nichts machen. Oh. Wer ist das? Mutti. Das ist Mutti. Ach, sein Zeug schon wieder, ja? Hab ich gemacht, ich stehe da eh in der Höhle. Ach so. Na los, hier rein. Glaube ich. Seh nicht, ich brauche eine Lampe. Achso, ich kann die Nachtdinger ansetzen. Anziehen. Ah ja, stimmt. Die macht da automatisch. Wenn ich L drücke, macht er die automatisch jetzt. Ist ein bisschen semi gut. Die sind echt eklig. Die sind echt eklig. Aber da ist keine große Höhle hier, das Ding, oder? Machen wir jetzt mit Fackel oder mit Nachtsicht? Wir müssen uns da jetzt entscheiden. Weil ich sonst mag ist es schwierig. Nachtsicht. Ja. Aber hast halt die Hand frei, gell? Dann geht's noch weiter runter. Wenn du sagst, Katana ist hier drinne. Ich muss mal ganz kurz was essen. Müssen wir ganz kurz hier warten. Ich muss mal schlafen. Bringe Energy. Ja, wir müssen eh auf Dante warten. Ah, der kann eh nicht. Der kann nicht pennen. Ja. Essen Riegel, der macht Energie und Energy, ja. Die zwei verschiedenen Munitionssorten bei Schrotblenden. Einmal Schrotkugeln und einmal Blindengeschosse. Kann sein, dass Blindengeschosse vielleicht nur Dummies sind. Oh, Alter. Warum stehst du vor der Wand? Ich muss Kugeln nehmen. Achso. Das ist eine schöne Wand. Leere Dosen. Willst du liebst alle mitnehmen? Wir bist vom Fallout so geimpft, Alter, von damals noch. Bin jetzt noch immer, wenn man in irgendeinem Spiel an so Gewichten vorbeigehen, bin ich jetzt noch. Dabei ja, wollte es einsammeln. Denke ich auch mal an Fallout, ja. Immer, Alter. Es ist so tief drinne. Na, auch dieses Jahr nochmal spielen irgendwann. Oh. Aber das ist schon wieder alles so lange her bei Fallout, gell? Da hätte ich fast Lust, nochmal komplett neu anzufangen. Also, ich. Mein Schau. Weil. Ich hab da. Komme ich gar nicht wieder rein. So. Das hatte ich auch. Wir haben so viel verpasst. Cool damals. Hm.
Eine krieg ich noch rein, eine Dose. Schöne Dose. Katzenfutter. Aber ich glaube, da geht die Stärke auch nicht hoch, ne? Also nur wenn der ausgewogen vernünftig ist, vielleicht hier gekocht, dann geht die Stärke auch vernünftig hoch, glaube ich. Also die haltlose Behauptung. Hier geht's weiter oder was? Ah ja, alles klar. Erz hat ja jeder genug, ne? Jeder 20. Die werden wir nachher brauchen, denke ich mal. Ich gehe schon mal eins runter. Den Strick. Hier ist ein Bauplan direkt nach dem Strick. Ist das eine Tröte oder ein Fernseher? Ah, ne, ist eine Lampe, geil. Ja, der ist doch da oben, ist doch nicht weit. So, aber ob wir Dante jemals hier runterkriegen, das sehen wir aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal im Wald.